Willkommen zu einem neuen Webcast, einer neuen Aufzeichnung der MSX FAQ, diesmal zu einem Thema, welches überhaupt nichts mit Exchange, Active Directory, Windows oder auch Skype for Business oder Teams zu tun hat, über das Thema IoT. Der Hintergedanke ist, Ende September gab es im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn einen Hackathon mit 70 jungen Leuten, die auch zu dem Thema IoT etwas mit mir zusammengebastelt haben. Ich war dort das erste Mal als Mentor aktiv und das hat so viel Spaß gemacht, vielleicht kann ich ja noch ein paar mehr davon überzeugen, das nächste Mal mit teilzunehmen. Ich fange erstmal einfach an. Das hieß Ignite-Vortrag. Ignite steht für Blitz. Was ist Blitz eigentlich? Ein Blitz ist erstmal eine Quelle von Informationen. Es gibt Licht, man kann einen Blitz anhand eines Lichts erkennen. Man hört den Blitz in der Regel und es ist natürlich eine Elektrizität. Das heißt, eine statische Aufladung, dann könnte man sowas ermitteln. Und wenn man diese Daten hat, was kann man dann damit machen, wenn man sagt, oh, ich weiß, es hat geblitzt? Naja, man kann zum Beispiel seine Markise einfahren, dass es in den Jahren nicht nachts regnet. Wer ein Cabrio-Dach hat, kann sagen, liebes Auto, mach das Dach zu. Es gibt sehr viele Gründe zu sagen, wenn irgendwo ein Blitz passiert, möchte ich Ihnen was daraus ableiten. Wo ist die Blitze passieren? Dafür gibt es schon ganz viel Daten im Internet. Das heißt, ich muss jetzt keine Antenne bei mir aufs Dach stellen, um rauszufinden, wo es denn blitzt und ob irgendwo Überspannungen passiert. Ich muss da gar nichts groß verbauen. Dafür gibt es Datenbanken. Aber wenn ich den Blitz höre, dann ist es auch schon wieder zu spät. Das heißt, angenommen, ich sitze irgendwo, träume vor mich hin und ich höre einen riesen Donner und es war ein Blitz, dann habe ich in der Regel nicht mehr allzu viel Zeit, meine Sachen in Sicherheit zu bringen. Und da ist ganz viel zu tun. Die Kinder aus dem Schwimmbad rausholen, das Trampolin leer räumen, die Plüschtiere in den Garten, vom Garten wieder nach drinnen bringen, vielleicht die Kaninchen noch in den Stall bringen und dann kann es ganz schön kurz sein. Das heißt, interessant wäre es doch, sehr viel früher Bescheid zu kriegen, ob der Blitz irgendwo kommt, ob ein Gewitter irgendwo kommt. Kann man das über Meldungen ermitteln? Stellen Sie sich mal vor, jeder von Ihnen hätte einen Blitzmelder auf dem Dach und würde dann über die ganz Deutschland hinweg, könnte man sehen, wie die Blitze ziehen, woher die kommen. Aber dann denkt man mal weiter, muss man sich einen Melder überhaupt aufbauen? Ich könnte bei mir auf dem Dach zum Beispiel eine Solaranlage haben und feststellen, die Beleuchtung nimmt ab, es wird dunkler, die Wolken kommen. Es soll Leute geben, die sagen, ich kann anhand der installierten Wechselrichter den Wolkenzug in Deutschland erkennen, auch wenn das gar nicht gedacht ist. Die andere Frage ist, sehr viele Leute haben mittlerweile so neue Assistenten bei sich im Wohnzimmer stehen, heißt Alexa, Cortana, Siri, Google oder was auch immer. Und die haben Mikrofone. Also auf ein Hello Siri oder Hallo Cortana oder wie auch immer man die anspricht, reagieren sie. Können die eigentlich Gewitter und Regen hören? Sind das vielleicht heute schon Sensoren, die ihnen solche Daten liefern könnten? Und welche Rolle spielt in dem Fall ihr Smartphone, das sie eben mit sich rumtragen? Wenn irgendwo in der Stadt plötzlich die Leute ganz schnell laufen, kann das natürlich ein Attentat sein. Es kann aber auch einfach nur sein, dass sie suchen, einen Platz, um sich vom Regen zu schützen. Auch die meisten Smartphones haben ja Bewegungssensoren. Sie haben auch Mikrofone, die an sind. Sie haben teilweise sogar Feuchtigkeitssensoren oder andere Klimaumgebungen, Temperatursensoren, um sowas festzustellen. Vielleicht ist es ja signifikant, wenn die Temperatur bei vielen Leuten am gleichen Ort schnell fällt, um zu sagen, oh, da könnte jetzt ein Gewitter kommen oder ein Wetterumschwung oder was auch immer. Und dann könnte man sagen, liebes Cabrio, die meisten Cabrios haben ja heute irgendwie einen Regensensor, hoffentlich, dass die also zugehen, wenn es regnet. Aber wenn es regnet, ist schon wieder zu spät. Das heißt, wenn die ersten Regentropfen runterfallen, bis der Regensensor dann feststellt, oh, es wird nass hier, ich muss Dach zumachen, dann ist schon ganz viel Schaden passiert. Also auch so ein Sensor könnte quasi helfen, aus der Entfernung das mitzukriegen. Ich habe bei mir im Haus einen Regensensor. Ist das dann aber schon IoT, nur weil, wenn es regnet, er die Markise reinfährt? Das ist genau das Problem im Cabrio, zu langsam. Aber es gibt noch viel mehr Quellen. Das war jetzt nur ein Beispiel Blitz. Denken Sie mal, Sie haben Klimaquellen, also Temperatur, Feuchtigkeit, Herrlichkeit. Aber auch eine Wettervorhersage ist ja eine Quelle, die Sie abzapfen können. Diverse Wetterdienste bieten ja auch diese Info computerisiert an. Aber es gibt noch ganz andere. Alles Thema Füllstand. Ein Auto hat einen Tank, eine Batterie hat einen Ladezustand. Aber auch Parkplätze sind mehr oder weniger befüllt. Ein Lagerbestand in der Industrie, also ein Materiallager hat einen bestimmten Bestand. Wenn Sie eine Wasserenthärtung im Keller haben, da ist ein Salzbehälter. Wenn der leer ist, ist auch schlecht. Also auch das ist ein Füllstand, den man haben möchte. Eine dritte Quelle sind alles, was um Bewegung zu tun hat. Geschwindigkeit. Wer ist schnell, wer ist langsam, wer beschleunigt. Auch die Richtung nach Norden, nach Süden, nach oben, nach unten. Stellen Sie vor, Sie fahren Aufzug hoch und runter oder Sie fahren mit Fahrzeug von A nach B. Auch der absolute Ort, wo Sie gerade sind oder wo ein Gerät oder Ihr Device gerade ist. Stellen Sie sich vor, dass Sie genau wissen, wann Ihr Zug einfährt oder Ihr Bus einfährt. Das sind aber jetzt nur Fahrzeuge. Es kann genauso gut ein Paket sein. Stellen Sie mal vor, Sie könnten Ihr UPS-Paket oder DHL-Paket in Realtime nachverfolgen, weil jedes Paket beim Einliefern ein Sticker
er bekommt. Und beim Ausliefern nimmt der Postbote den einfach wieder weg. Quasi einen kleinen Chip mit einer kleinen Knopfzelle, der automatisch meldet, wo das Ding ist. Verbrauch, also alles, was das Gegenstück zum Füllstand. Das heißt, wir haben Spannungen, wir haben Ströme, wir haben die Beladung, Wasserdruck, Wasserhärte. Das sind alles interessante Werte, mit denen man Dinge anfangen kann, die für eine gewisse Steuerung da sind. Wenn ich zum Beispiel den Stromverbrauch eines Hauses sehe und parallel dazu die Eigenerzeugung über eine Solaranlage, kann ich überlegen, habe ich noch Strom über, um das Auto zu laden oder ist es günstiger, Strom einzuspeisen? Ich bin gar nicht mal so unsicher, ob wir in ein paar Jahren nicht einen Strompreis haben, der von der Zeit im Tages abhängig ist und gar nicht mehr absolut berechnet wird. Eine andere Quelle ist aber zum Beispiel die Präsenz, WhatsApp und Skype-Status. Jetzt können Sie sagen, was soll ich denn damit anfangen? Naja, wenn Sie einen Melder haben, Ihr System, was sagt, hier eine Alarmanlage, hier ist ein Einbruch, bitte sagt Bescheid, dann kann die Eskalationsstufe natürlich sagen, ich schaue erstmal, wer per Skype-Status verfügbar ist oder per WhatsApp. Und ich melde also nicht die Person an, die gerade schläft oder abwesend ist, sondern einer von diesen Personen, die eben erreichbar sind. Das gleiche bei Präsenz ist, wie sind die Parkplätze belegt. Also hat ein bisschen was mit Füllstand zu tun, hat aber auch was mit Präsenz zu tun. Präsenz kann natürlich auch eine Kamera sein, also eine Bilderkennung, die entweder Personen erkennt oder die zumindest die Menge von Personen erkennt, einfach um Bewegungen zu kriegen. Aber auch der Mensch ist eine geniale Quelle. Jetzt nicht direkt, dass ich mir ein Gerät in den Körper implantieren lasse, sondern ein Mensch arbeitet und bedient Geräte, das heißt ein Lichtschalter ein-ausschalten, Helligkeitsregeln. Bei mir klickt jemand auf die Knöpfe. Aber ein Postbote wirft einen Brief in den Briefkasten und ein Mensch schließt das Türschloss auf. Alles Events, aus denen ich gewisse Dinge machen kann. Für die eine ist Smart Home, dass sie, wenn die Tür reingeht und das richtige Schloss geöffnet wird, dass keine Alarmanlage angeht und das Licht angeht und das Wasser ins Bad einläuft. Keine Ahnung, alles ist denkbar. Andere Quellen sind wieder Finanzdaten, Aktien, Kontostände, Währungskurse, Wechselkurse, alle so Geschichten, die man natürlich auch einbeziehen kann. Also IoT, Internet of Things, Internet, ja, für Kommunikation, Thing, wenn meine Tochter sagt, sie hat ein Ding gesehen, dann frage ich, ja, was ist für dich ein Ding? Du kannst das mal definieren. Das ist nicht definiert. Und der letzte Punkt als Quelle oder auch als Ziel in der Welt von IoT ist, es gibt Systeme, die haben sie schon lange, die gar nicht zur Zeit gebaut worden sind, als Internet of Things ein Thema ist. Aber man kann die durchaus nachrüsten. Stellen Sie mal vor, Sie haben eine Wasseruhr, so eine klassische analoge Wasseruhr mit dem Drehrad. Mit einer Reflexlichtschranke können Sie den Wasserverbrauch auch nachträglich messen, wenn Sie möchten. Das heißt, Internet of Things hat mehrere Bausteine, damit man solche Dinge machen kann. Das eine ist die Sensoren, Quellen, Eingaben. Das heißt, man hat die ganzen Geräte, um solche Daten zu erfassen, egal welcher Couleur. Diese erfassten Daten müssen natürlich irgendwohin übertragen werden. Dazu gibt es Protokolle, da gibt es Chips, also SPI, I2C, OneWire, es sind serielle Übertragungsprotokolle auf Kabeln, Arduinos, Raspberries, ESP32 sind Mikroprozessoren, die sehr günstig sind, teilweise im Bereich von 3, 4, 5 Euro zu finden sind, die solche Daten erfassen und per WLAN oder Bluetooth übertragen. Es gibt auch noch andere Übertragungsmethoden und die muss man natürlich programmieren. Die dritte Geschichte ist natürlich die Verspeicherung und das Verknüpfen. Das heißt, diese Daten landen irgendwo auf Ihrem System. Ein MQTT-Host-Broker zum Beispiel, ein Webserver, ein System, das die Daten annimmt. Dann kommen andere Systeme zum Tragen, die abhängig von diesen Eingaben Daten bestimmte Entscheidungen fällen oder die Daten aufspeichern, grafisch aufbereiten und am Schluss an andere Systeme geben, die die Sachen konsumieren. Der Consumer oder Subscriber ist das System, das diese Daten abruft, um zu reagieren, zum Beispiel auf Displays Zahlen anzuzeigen oder Motoren zu bedienen, Lampen ein- und auszuschalten oder was auch immer. IoT ist nicht bloß was für die Bastler. Da gibt es ganz unterschiedliche Einsatzbereiche. Den einen sehe ich im individuellen Bereich, das heißt Smartphones, Körperdevices, Nahverkehr, wo ist Ihr Bus, Verkehrsmeldungen fürs Auto, Katwarn, wer das kennt, ist quasi so eine Warn-App für Katastrophenfälle. Das ist aber personenbezogen. Das ist IoT, okay, die Person ist der Konsument und irgendwo kommen die Daten her. Im Bereich Haus heißt es natürlich immer Smart Home. Da ist das Thema IoT dabei. Da gibt es ganz viele Sensoren und ganz viele Aktoren, die man in den unterschiedlichsten Systemen zusammenbringen kann. Das ist sicherlich auch ein bisschen die Bastelfraktion. Da ist auch noch keine Marktbereinigung passiert. Da wird auch nicht viel Geld mit verdient, sage ich mal, weil da sind erstmal die Freaks dran. Beim Bereich Industrie 4.0 allerdings kommen die gleichen
Mittel zum Einsatz. Das heißt Energiemanagement, Warenflusskontrolle, all die Geschichten. Und die nutzen technisch die gleichen Plattformen. Es gibt Sensoren, das sind Schalter, Waagen, was auch immer. Die melden Daten über das Protokoll MQTT oder was auch immer an einen Broker. Und es gibt woanders Daten, die diese Daten abziehen. Das heißt, der Einsatzbereich von IoT ist sehr breit. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, hat auch eine sehr gute Möglichkeit. Sicherheit darf man nicht vergessen. Beispiel, mein ganz eigenes konkretes Beispiel: Es gibt so einen Wasserenthärter. Woman Acceptance Faktor sehr hoch, weil die Dusche keine Kalkflecken mehr hat. Wurde vom Hersteller bereitgestellt und durch einen Handwerker installiert. Es gibt natürlich eine App. Jedes Gerät von heute hat natürlich eine App. Und diese App kann natürlich das Gerät steuern. Damit das funktioniert, gibt es ein sogenanntes Clearinghouse. Bei diesem Gerät ist das ein Hoster in Polen. Ich habe jetzt nichts gegen Polen. Der Punkt ist nur, ich habe mit dem Polen überhaupt keine Datenschutzvereinbarung. Ich wusste nicht mal, dass das in Polen steht. Es gibt auch keinen Vertrag. Es gibt gar nichts dazu. Das heißt, dieser Wasserenthärter spricht ganz einfach mit einem Server in Polen. Wenn man mal guckt, wo der hingehört, dann gehört er nicht mal dem Hersteller, sondern einem Distributor für diese Geräte für Ostdeutschland. Kann man machen, kann ja auch sicher sein. Die Frage ist, wenn dem das mal zu viel wird, dann schaltet es ab. Was habe ich da noch davon? Fragen über Fragen. Wenn ich da länger zugeguckt habe, dann hat das Gerät auch noch versucht, aus Tschechien sich Daten zu holen. Scheinbar holt er sich von dort Firmware-Updates regelmäßig. Das heißt, all die Fragen, die da noch dabei sind, Verschlüsselung, Datenschutzverordnung, wer trägt denn eigentlich die Kosten dafür? Es gibt keinen Vertrag. Welche Verfügbarkeit ist da und wie lange gibt es den Dienst? Das sind Fragen, die man bei IoT natürlich mit berücksichtigen und beantworten muss. Wenn Sie jetzt denken, oh Gott, das ist ja nur was für die Leute mit Löten, dem ist nicht so. Natürlich, bei Internet of Things gehören auch Sensoren und Aktoren dazu. Man kann natürlich die auch selbst bauen. Wer Spaß hat, ist das auch wunderbar willkommen. Es gibt aber auch sehr viel fertige Aktoren. Teilweise kann man Funksteckdosen aus dem Baumarkt umprogrammieren, sodass man sie für eigene Zwecke verwenden kann. Es gibt einen entsprechenden Bedarf für Entwickler mit, ich nenne es mal Tiefgang, die also nicht auf C-Sharp, auf HTML-Oberfläche oder was auch immer rumarbeiten, sondern die wirklich mit C auf der untersten niedrigen Ebene knapp über Assembler anfangen, Code zu schreiben, um die Sensoren auszulesen und an eine nächste Station zu übergeben. Natürlich gibt es einen Bedarf für die Personen, die mit Node.js und Node-RED auf Arduinos und Raspberries und Windows-PCs und Unix-Maschinen arbeiten, weil sie die Daten von vielen Sensoren zusammenfassen und nachdem sie die zusammengefasst haben, werden die ganzen Daten bereitgestellt, damit dann wiederum App-Entwickler auf der anderen Seite die Daten abgreifen. Also wenn Sie sagen, ach, ich bin eigentlich jemand, der möchte lieber eine eine Android-App schreiben, kein Problem. Schreiben Sie die App für Smartphone, um die Daten auszuwerten und zu lesen und darzustellen, die ein anderer Kollege mit seinen Sensoren entwickelt und gesammelt hat und dann wiederum ein dritter Kollege in der zentralen Datenbank zur Auswertung bereit. Es ist also alles dabei. IoT heißt also, es ist das, was ihr draus macht. Internet besteht für die Kommunikation zwischen Geräten, Menschen und Dienste und Dinge. Naja, was ist ein Ding? Beim Duden steht ja nicht viel genau, was ein Ding ist. Es ist eine ziemlich vage Beschreibung für einen Gegenstand oder einen Sachverhalt, von dem man noch keine andere genauere Beschreibung gefunden hat. Vielleicht ist genau eure Idee die, die aus dem Ding Realität werden macht.